So, seht ihr den Screen? Ah, okay, seht ihr, wunderbar. Ja, was ist der Status bei unserem Freifunknetz? Wir haben immer noch nicht die Weltherrschaft erreicht. Wir sind also erfolgreich seit über 15 Jahren mit unserer Genossenschaft in 5 Dörfern und haben 100 Knoten. Also diese magische 100 sind wir irgendwie 98, meistens 102. Das ändert sich nicht so wirklich. Und wir haben, da hatte ich das letzte und das vorletzte Jahr darüber berichtet, fast unsere komplette Backbone-Struktur auf 60 GHz umgestellt. So ein paar alte Geräte, die noch auf 5 GHz funktionieren, habe ich mitgebracht. Aus der Kiste könnt ihr euch gerne alles an Hardware wegnehmen. Das ist quasi die Spendenbox. Was wir vorhaben dieses Jahr, ist, dass wir all unsere Mesh-Router, die noch auf N funktionieren, auf diese, hier drin ist ein Banana Pi R64 mit einer MediaTek MT7615 Karte. Da werden wir unser komplettes Mesh umstellen drauf. Wir haben dieses Gehäuse selbst designt, selbst gedruckt. Man kann das, sieht man hinten, sowohl am Mast festmachen. Man kann genauso gut das irgendwie indoor benutzen. Es gibt diverse Antennenkonfigurationen. Da ist jetzt eine Antenne drin, die das 5 GHz und 2 4 GHz mit so einer Panelantenne nach vorne ausstrahlt. Man kann genauso gut hier unten raus kleine Antennenkabel rausführen und sich das an irgendwelche Rundstrahler oder externe Antennen machen. Das gibt das her. Den Link kann ich providen, logischerweise, wo wir unser Gehäuse machen. Also quasi gibt Superconnexor ist unser Forschungsprojekt und da drunter gibt es so ein SAP Git, wo wir die 3D-Files, wenn da irgendwer eine Änderung hat, wo ihr euch das runterladen könnt. Wir wissen noch nicht, wie gut sich das Gehäuse Outdoor macht. Das heißt, wir haben jetzt 3 Knoten deployed dieses Jahr. Das werden so 50 werden. Und wir sind auch gespannt, wenn das irgendwie 1-2 Jahre in der Sonne hängt, den Winter durchgemacht hat, ob diese selbstgedruckte Plaste dann immer noch irgendwie auf und zu geht oder undicht wird. Das wird irgendwie die Zeit zeigen, aber es ist relativ, war irgendwie eine spannende Arbeit, denn das hat ganz andere interessiert, die so bei uns im Dorf mitmachen. Also eher so die maschinenbaulastig sind, dieses 3D-Gehäuse zu designen, mit diesem 3D-Drucker irgendwas zu machen, das ist jetzt irgendwie Revision 13, wenn du auf dem Mast stehst, das ist blöd aufzuschieben, das muss geändert werden, zack, wird das geändert, wird ein neues gedruckt. Also es hat schon ein paar Iterationen durchgemacht. Ich lasse es dann einfach mal rumgehen, seht ihr hier, ich habe 2 mitgebracht, können das mal aufschieben, mal gucken, wie funktioniert das. So. Ansonsten in unserem Internet-Uplink und dergleichen hat sich nicht viel geändert. Da ist halbwegs alles gleich. Was haben wir sonst noch dieses Jahr im Petto? Achso, genau, das Upgrade auf dieses Banana Pi. Das Banana Pi als solches ist relativ flink. Es hat PoE, das muss man auflöten. Das ist aber sozusagen dann prima, dass man auf dem Dach nicht irgendwie noch irgendwie Strom extra hochziehen muss. Es hat eine sehr gute Unterstützung. Also der Daniel Goller hat eine tolle Arbeit gemacht, OpenWRT dort zu supporten. Das Banana Pi hat ein paar ganz interessante Features, die vielleicht noch nicht jeder kennt, will ich zumindest mal anreißen. Es hat einen offenen Bootloader und man kann den Bootloader relativ gut instruieren, dass man Multiboot machen könnte. Ja, also sowas wie, man könnte eine Recovery-Partition benutzen, der Bootloader, man könnte jetzt sagen, okay, boot mal in das frisch geflashte Image rein, wenn irgendwelche Checks nicht klappen, dann setzen Bootflag, restarte neu und dann boote bitte das Recovery-Image, das gibt das Banana her, das haben wir bisher noch gar nicht angefasst. Mal schauen, wann wir uns das irgendwie mal angucken wollen. Es hat 8 GB Storage drauf, also für also Measurement-Kram ist das irgendwie ganz, ganz cool. Und es ist recht schnell. Ja, es hat den Gigabit kriegt man ausgelastet. Das Radio schafft auf dem Schreibtisch, also ich habe es jetzt in der Schnelle noch nicht hingekriegt, ich muss den Knoten noch neu flashen. Also so 850, 900 Megabit sind unproblematisch bei einem Best-Link-Setup. Mal gucken, wie es dann wirklich draußen funktioniert. Die 4, die wir jetzt deployed haben, wenn die mit dem CPE, also die meisten Mesh-Router sind bei uns diese Linksys CPE 510,
Das ist jetzt nicht so super. Also, dass man da so die 100 Megabit hinkriegen, ist so das Maximum. Ja, aber ich denke mal, wenn wir alles auf diese Bananas umgestellt haben, wird das irgendwie interessanter werden. Okay. Und ja, dann haben wir Fiber deployed. Das ist das zweite Projekt, was wir dieses Jahr angehen wollen, dieses Fiber als Backbone-Infrastruktur bei uns im Netz zu benutzen. Und wir wollen den Backbone dann gern auf 10G umstellen. Das ist noch nicht so, dass es ganz viel, wahnsinnig viel Hardware gibt für 10G links im OpenWRT. Wir haben uns für diese Hardware hier entschieden. Kann ich auch mal rumgehen lassen. Das ist im Prinzip auch ein ARM-Prozessor. Braucht so irgendwas zwischen 13 und 17 Watt. Das ist eins der Killer-Argumente gewesen, wie wir so gesagt haben, okay, wir nehmen den, obwohl der keinen Glasport hat. Das heißt, wenn wir das auf unseren Glas-Backbone anschließen, müssen wir schon nochmal irgendwie einen Transressiver nutzen. Aber wir haben drei 10G-Interfaces und sechs 2,5er. Ist nicht ganz günstig, dieses Puzzle M92, also so 900 Euro, kostet das Gerät. Das ist relativ viel, aber wir wollten gern diesen Glas-Backbone mit 10G bespielen. Ja? Wenn es euch interessiert, gebe ich einfach mal die Runde rein. Ah, okay, du hast einen Eingang. Alles klar, alles klar. So. Wir werden in, ja, also wir haben sozusagen dieses Jahr irgendwie das Infrastruktur, ja. Ja, wir müssen alle Mesh-Knoten tauschen und Backbone-Infrastruktur machen. Das heißt, wir sind fast jedes Wochenende beschäftigt, irgendwelche 19-Zoll-Gehäuse zu bauen. Und all das vorzubereiten, um die Standorte, sei es Kirche, sei es Schenksturm, sei es irgendwie zu Hause, auf einen Stand zu kriegen, wo wir Glas, diese Geräte, irgendwie dann der erste 10G-Switch ist kurz davor, dass wir einen OpenWRT 10G-Switch, einen Target Support haben von so einem Zeixel, damit auch der Daniel eine ganz coole Arbeit. Und ja, dann hoffen wir, dass wir irgendwie ein 10G-Setup haben, wo wir nur noch OpenWRT benutzen und kein irgendein proprietäres OS einsetzen müssten. Das heißt, ich hoffe, dass ich so im Herbst mal berichten kann, ob das funktioniert oder nicht. Ja? Und wie gut das funktioniert. Also ob, glaube ich, stelle ich nicht in Frage. Genau. Habt ihr Fragen zu dem Setup? Mit AX haben wir. Achso, genau, ich wiederhole mal die Frage, ob wir schon was mit AX überlegt haben. Also im Mesh haben wir AX noch nicht auf dem Schirm, da alles in Firmware läuft bei AX. Und wir haben gesagt, okay, wir nehmen das gut abgehangene AC, da ist der MT76-Treiber sozusagen, ne, wie sagt man, mit Show genug, um ihn im Mesh einzusetzen. AX hätte den Charme, also wir haben so zwei, drei Karten. Auch in dem Banana drin, im Access-Bereich. Dort braucht man nicht vier Antennen. Ne? Das ist ein bisschen nervig mit diesem MT7615, dass man vier Antennen benutzen muss. Wenn du die rausführst, dann hast du irgendwie am Mast. Das wäre ein Charme mit AX, ne, den Kanal breiter zu machen, das AX zu benutzen, dann reichen dir eigentlich zwei Antennen, weil das ist schon aufwendig. Ne? Bei jedem Zuhause irgendwie am Masten vier Antennen rauszuführen, das sieht er. Das ist erstens irgendwie, ne, so ein bisschen Mobilfunkmasten-like, das ist blöd. Und, aber da ist der, also das haben wir noch nicht gemacht, sozusagen auf diesen frühen Treiber irgendwie jetzt aufzusetzen. Wir werden das also erst mit AC machen und vielleicht gegebenenfalls dann einfach nur die Wi-Fi-Karte tauschen. Ne? Aber das mehr Pläne haben wir da noch gar nicht. Genau. Kennst du den Maintainer von diesem Puzzle, also von dem Gerät hier? Daniel Goller hat ein paar Patches gemacht für das Puzzle. Das heißt, Daniel, der sowohl den Banana als auch das Puzzle Target Supporter, insofern ja, Daniel kenne ich. Ich weiß nicht, ob es noch einen anderen gibt, der für das Puzzle was gemacht hat. Hast du einen Namen? Ja, Jan Chang. Ah, okay, nein, kenne ich nicht. Also wahrscheinlich irgendwie dann von diesem II, von dem Hersteller, irgendein Developer. Zu dem habe ich keinen Kontakt. Wer bezahlt eigentlich die ganze Infrastruktur?
Das ist quasi zweigeteilt. Wir haben 2008 die Genossenschaft gegründet und jeder, der bei uns mitmacht, zahlt seitdem 12 Euro im Monat. Und dieses Geld stecken wir exklusiv in Hardware rein. Das ist so das eine. Und ich sag mal, hier und da machen wir ein paar Experimente unter den Forschungsdingen. Das heißt, irgendwie mal so die ersten zwei Links, was ist für ein Gerät passend, das kann ich irgendwie ausprobieren, wenn ich sage, was brauche ich denn so in meinem Forschungsprojekt für eine geschickte Hardware. Ne? Also irgendwie so eine Voranalyse. Da ist das, was ich so arbeitsmäßig mache, ganz interessant. Und das Geld, was wir quasi in der Genossenschaft einnehmen, packen wir quasi in so Hardware rein. Also wir merken auch, dass die Leute das Netz nutzen bei uns, logischerweise als, das ist wie immer, ne? Habe ich ja schon viele Jahre irgendwie mal gesagt, das ist kein Selbstflieger, so eine Community, auch nicht, wenn das Genossenschaft heißt, auch wenn da eigentlich alle mitmachen müssten, ne? 90% ne, konsumieren da und wollen das natürlich schnell haben. Und das ist so ein Dauerthema. Würden wir nicht Backbones ständig upgraden, irgendwie uns einen Kopf machen, wie wir schnellere Hardware rankriegen, um im Endeffekt das Netz schneller zu kriegen, für die, die es quasi nutzen, würde das nicht mehr funktionieren. Ich glaube, dann würden so, ne, der Breitbandausbau schreitet voran, ne? Jeder steht so ein bisschen vor der Frage, mag ja schön und gut sein, dass ihr eine Community seid, aber wenn bei mir das Internet ruckelt, war es das, dass ich eine Community cool finde, ja, dann muss ich das irgendwie mit Geld erschlagen und bin bei einem Provider. Das wird immer, aus meiner Beobachtung, immer logischerweise wichtiger, weil das Internet wichtiger wird. Ja, das kann man nicht mehr sagen, Mensch, wir sind ja ein schönes, mal guck doch mal, ne, lokales Projekt. Damit kann man den, der irgendwie nur ein stabiles Internet haben will, schlecht überzeugen. Und genau. Was heißt denn bei euch schnell, so latenzmäßig und durchsatzmäßig? Schnell heißt, du bekommst, also wir speisen 4x 250 Megabit ein, also so ein Gigabit für 100 User. Und ich sag mal, die an solchen 60 GHz Backbone Links hängen, die bekommen irgendwas zwischen 200 und 300 Megabit, relativ konstant. Die ausschließlich meshen, ich sag mal, ist so das Minimum, was jeder kriegt, 25, 30 Megabit. Also irgendwie so in der Größenordnung. Ja. Also unter 10 ist keiner mehr. Und genau, also ganz viele, ne, ja, nutzen das. Fernseher ist dran, Hauptapplikation ist irgendwie Streaming. Alle die irgendwie, also machen relativ viele Telefonie. Von den Älteren, die irgendwelche Zipgate-Sachen machen, die bekommen automatisch einen Backbone-Anschluss, um diese Latenzfrage in den Griff zu bekommen. Also über das Mesh-Telefonieren klappt nicht gut bei uns, sondern wir machen dann bei denen irgendwie einen Backbone-Link hin, dass die sauber telefonieren können. Und so die Kids, die zocken, die wollen auch irgendwie niedrige Latenz, das erschlagen wir auch mit irgendwie einem dedizierten Backbone-Link. Das heißt, vom Design her sieht das Mesh bei uns schon irgendwie Backbone-mäßig wie so ein Baum aus, weil wir das vorhin irgendwie hatten. Ne? Es gibt irgendwie Kirchen, große, gute Spots, von denen mehrere Links zu den einzelnen Häusern gehen. Und von dort geht es dann irgendwie kleinteiliger so ein Stückchen weiter. Es wird, ich würde mal sagen, von den 100 Knoten haben vielleicht 40 einen Backbone-Anschluss und 60 sind noch mit einem One-Hop-Mesh dran. Also wir haben kaum noch 2-Hop, also ich glaube ein 3-Hop-Mesh-System haben wir gar nicht mehr, dass irgendeiner 3-Hops braucht, dass er irgendwie im Internet ist, um eben Bandbreite als auch irgendwie Latenz, also Bandbreite groß, Latenz klein zu halten. Ja. Hast du mal getestet, ob das wirklich 10G routen kann? Dieses Puzzle? Ja. Ich habe es sozusagen in einem Schreibtisch-Setup getestet, dass ich auf einem iPerf-Link ein Routing gemacht habe, schafft die Kiste. Ja. Was ich nicht sagen kann, ist, wenn alle drei Ports und wenn du irgendwie mehrere Flows hast, aber das Ding ist echt performant, war ich sehr erstaunt. Hm? Das ist gut. Ich werde berichten, ob sich das in der Praxis bewahrheitet. Es hat einen kleinen Lüfter, es pfeift so ein bisschen. Also im Büro wollte ich es vielleicht so nicht haben. Aber die meisten Installationen sind unterm Dach, ne? Da ist keiner rundherum. Insofern machen wir jetzt nicht das Gehäuse auftauschen oder was, sondern lassen das irgendwie erstmal so.
Genau. Wir haben auch, genau, es ist nicht unterm Dach, genau, das wollte ich noch sagen. Ne? Wir haben, das Gerät kommt quasi dorthin, wo die 10G terminieren. Die terminieren typischerweise unten im Keller. Die ganzen Freifunkinstallationen sind eigentlich oben auf dem Dach. Das heißt, alle, die jetzt irgendwie Glas und ihr altes Mesh, ne, irgendwie oben kommt ein 60G Backbone an, jetzt ist aber unten im Keller Glas. Ne? Die haben also erstmal alle Aufwand, müssen irgendwie eine Indoor-Fahrkabelung machen vom Keller hoch zum Dach. Und diese Geräte werden Router sein, wo das Glas terminiert. Und unterm Dach haben wir aber den alten, ne, typischerweise entweder so ein Banana Pi oder so ein Alex-Board, wo ein 60 GHz Backbone terminiert und wo das Mesh auf 5G gemacht wird. Das wird nochmal interessant sein, wie wir das abbilden. Dass wir sagen, es gibt zwei Router pro Haus, die Glas haben und oben meshen und oben irgendwie noch ein 60G Backbone haben. Wie wir das geschickt abbilden. Ne? Dass wir sagen, ist das jetzt hier irgendwie der Hauptrouter? Wie machen wir die Strecke im Haus? Ne? Die muss irgendwie anders gewichtet werden. Die ist ja handgestitcht und über das Glas. Mal sehen. Vielleicht ist das dann auch ein Punkt, wo wir vom, noch nutzen wir OLSR V1 und dann müssten wir da auch händisch ne, sozusagen an Metriken drehen, um dieses Kabelnetz abzubilden. Ja? Das Glas ist nochmal schneller als das 60 GHz und dann musst du da mit irgendwelchen Gewichten spielen. Vielleicht ist das dann Overkill, vielleicht ist das der richtige Moment, um zu irgendeinem anderen Routing-Protokoll umzuswitchen. Ja? Würde mich dann auch nochmal interessieren, inwieweit Babel zum Beispiel oder auch Batman diese Durchsatzsachen automatisch hinkriegt. Ne? Dass ich sage, okay, der Router unten weiß, ich habe hier einen, ne, einen sehr schnellen Link, 10G oder irgendwas annähernd zu. Ne? Und der auf dem Dach hat vielleicht einen 1G-Link und noch einen Mesh-Link. So, und jetzt soll der möglichst automatisch geschickte Gewichte für diese Links machen. Da haben wir noch keine Erfahrung. Okay. Das machen wir nach, bauen wir nachher auseinander, ist klar, zeige ich euch. So, und dann, zweiter Teil. Was machen wir denn so in der Forschungssache? Wir haben... Ah, das ist gar nicht da. Ein weiter. Ich muss das Display switchen, das ist immer ein bisschen blöd. Achso, nee, du kannst doch mit dem Mikrofon das switchen. Bin ich mit der Maus jetzt da? Ja. Jetzt muss ich selber gucken, wo ist Switch Display? Switch Display, die zwei Pfeile wahrscheinlich. Precision. Genau, was machen wir forschungsmäßig? Es sind Sankalps Folien. Sankalp ist Doktorand bei mir. Wir haben ein Forschungsprojekt, das nennt sich Supraconnex. Julius macht mit vom Fraunhofer Berlin. Felix macht mit, Feedcow mit New Media Net. Es gibt so zwei, drei kleine Companies, zwei, drei Akademiker. Die folgendes versuchen, und zwar, dass wir... Was ich schon viele Jahre gemacht habe, wo ich auch schon mal erzählt habe drüber, dass wir irgendwie Power Control, Rate Control, Minstrel Blues, dass wir das jointmäßig machen wollen. Das ist so ein bisschen eingeschlafen, wo ich ne, irgendwie aus Berlin weg bin, bis ich jetzt wieder eigentlich in Nordhausen so meinen Traumjob habe und dort die Sache nochmal sozusagen vernünftig machen will. Ja? Und vernünftig im Sinne von, bisher habe ich all meine Arbeiten zu Power, zu Rate im Kernel Space gemacht. Und die erste Idee, die wir umgesetzt haben, ist zu sagen, okay, wenn wir einen neuen Rate Control machen wollen für Wi-Fi, wenn wir Power auch kontrollieren wollen können, wenn irgendwer damit rumspielen soll, muss das so ein bisschen flexibler sein, bis wir etwas gefunden haben, einen Algorithmus, der da gut performt. Und um da Leute mitzunehmen, geht das im User Space wesentlich einfacher, dass irgendwer sagt, okay, ich programmiere mit Python oder mit seiner Lieblingssprache und probiere da was aus, als wenn man das direkt im Kernel Space macht, sozusagen die Lernkurve mit C, mit ich muss immer einen Kernel compilen. Das schränkt doch irgendwie den gemeinen Wissenschaftler, der da irgendwelche Ideen hat, schränkt das irgendwie zu sehr ein. Da haben wir gesagt, okay, wir probieren das aus, wenn wir Raten und Power Level im User Space pro
Paket setzen wollen können, pro Client setzen wollen können. Da wollen wir ein Interface haben und das haben wir realisiert. Und genau, da zeige ich euch mal so ein bisschen, was da los ist. Was wir da vorhaben, was für Algorithmen uns da so ein bisschen interessieren und was ihr dann oder ne, die Community ausprobieren kann, um das vielleicht auch im Mesh auszuprobieren, was da so los ist. So genau, SuperConnex, gehen wir irgendwie ganz kurz drüber, wer gehört da dazu zu dem Projekt. Was ist so die Herausforderung von dieser Wi-Fi Resource Allocation und was haben wir gecodet? Ja? Was macht unser Raidman, so heißt unser aktuelles Stückchen Code, genau. So, genau, können wir wegmachen. Das sind so die Partner, habe ich eben schon erzählt. Nordhausen, Berlin, Braunschweig und 2-3 Firmen machen noch mit. Und wir haben im Wi-Fi ja quasi die Möglichkeit, verschiedene Raten zu benutzen. Ne? Da sind wir irgendwie, das ist relativ simpel, ne? Man kann irgendwelche RAID-Indizes durchschalten und was man damit festlegt ist, was gibt es für eine Modulation, wie groß ist der Kanal, den man nutzt, wie viele Antennen benutzen wir, ne? Und die Aufgabe so eines RAID-Controls ist, ja okay, ne? Was aus all dieser Auswahl an Raten funktioniert denn jetzt hier am besten? Ja? Momentan ist der Minstrel die Heuristik, die im Kernel läuft, die gut performt. Felix ist, ich würde mal so sagen, gerade der Hauptmaintainer, der den Minstrel schreibt. Und unser erstes Ziel war es, alles klar, wenn wir es schaffen, das in den Userspace zu kriegen, lass Minstrel mal nachimplementieren, dass wir auch Minstrel im Userspace haben. Ja, um zu schauen, man kann irgendwas ändern, ne? Was weiß ich, der soll nicht mehr alle 50 Millisekunden irgendwas statistikmäßig machen, sondern alle 100. Und wie ist die Auswirkung? Ja? Und das kann man eben schneller ändern, wenn man irgendwie im Userspace irgendeinen Python-Code hat mit Minstrel oder nicht. Und die Herausforderung wird jetzt auch zum Beispiel mit diesen AC-Geräten, dass wir immer mehr solche Raten kriegen. Also wir haben mehr Antennen, der Parameterraum wird immer größer, also mit dem AC sind wir irgendwo in der Größenordnung, ich glaube, korrigiere mich, sagen 400 MCS-Indizes, aus denen wir wählen könnten und irgendwie suchen müssen, was ist denn hier der Beste. Mit dem N waren es irgendwie so 128, mit dem guten alten G-Standard hatte man irgendwie 12 Raten. Und mit dem AX wären es dann irgendwie fast 1000, ja, aus dem man irgendwie gucken muss, was ist denn jetzt die Top-Rate zum Beispiel. Wenn ich dann noch irgendwie Power-Level da auch noch mit dazu nehme, dann hat man einen relativ großen Parameterraum, in dem man rumsuchen kann. Das heißt, was wir eigentlich machen wollen, ist Algorithmen finden, die genau in diesem Suchraum permanent ein gutes Setup zwischen Power-Level und Rate finden und das quasi pro Client machen und das annotieren können, um dann irgendwie im Netz mehr machen zu können. So, ich überspringe das mal, was so ein bisschen Grundlagen sind, das ist uninteressant. Hier bleibe ich mal ganz kurz stehen, denn wir setzen die MediaTek-Hardware ein. An der Stelle und der good old ATA9K, das ist hier unten dieses Bild, der ist eigentlich gar nicht schlecht gewesen, im Sinne von, was kann man denn machen mit der Rate? Ne? Man kann quasi vier Raten, hier sind so die ersten vier Kästchen, kann man pro Paket setzen. Ne? Man kann sowas machen wie, probiert bitte dieses Paket zum Client zu senden mit Rate 1 so und so viel Mal, wenn das nicht klappt, dann nimm Rate 2 so und so viel Mal, wenn das nicht klappt, Rate 3 und Rate 4. Diese MediaTek-Chips sind nicht ganz so gut, im Sinne von, wie flexibel die sind. Die sind zwar, ne, vom Standard ist das AC, aber eine Herausforderung ist, wie kriegt man dann jetzt diese ganze Hardware geschickt abgebildet auf so ein RAID-Control? MediaTek kann zum Beispiel nur, ich glaube, der, also ohne jetzt genau nachzugucken, der MT7615, der kann auf der ersten Rate, dort können wir frei wählen, probier bitte diese Rate aus, so und so viel Mal. Wenn die nicht klappt, all die quasi die nächste Rate, die er ausprobiert, er kann auch quasi vier verschiedene Raten, die hat aber ein Hardware oder in der Firmware. Darauf haben wir keinen Zugriff. Das heißt, die sind wesentlich limitierter. Da kann man nicht irgendwie sagen, ich benutze alle vier Möglichkeiten, um irgendwas auszuprobieren, sondern ich kann das nur auf der ersten machen. Genauso bei dieser Sendeleistung. Ne? Dieser MediaTek-Chip kann nur auf der ersten Rate seine Sendeleistung, da könnte ich die irgendwie setzen. Auf all den anderen, ne, wenn die nicht klappt, drei Plätzen, kann ich die Sendeleistung nicht frei wählen. Das wird spannend sein. Da sind wir gerade dabei, das rauszukriegen. Klappt das überhaupt sinnvoll mit der Limitierung, wenn er dann doch wieder irgendwas in Firmware selber fummelt? Aber das ist so, ne, irgendwie beim Wi-Fi-Treiber-Entwickler irgendwie ständig das Ding. Jus, willst du was sagen? Ich glaube,
Ja, da können wir noch gar nichts machen. Das war am Anfang, dass du einmal, glaube ich, das war bei 15. Und beim 76-15 hast du im Prinzip 8-mal, also 8 Raten, die du setzen kannst, aber jede Rate wird 2-mal. Hat einen fixen Count für 2-mal. Und die 79-15, die kannst du halt einmal reinladen, aber danach wird alles in Hardware gemacht. Genau, das stimmt. Die korrekterweise bei dem 76-15 ist es so, dass man eigentlich 8 verschiedene Raten benutzen könnte, jeweils 2-mal. Und der Treiber macht gerade sowas wie, er setzt dieselbe Rate für immer 2 Retry-Chains, sodass man 4-mal dieselbe Rate wiederholt. Also man kann nicht frei den Retry-Counter wählen, man kann aber die Rate pro Stage wählen. Ne? Genau. Okay. So. Achso, hier haben wir das mal aufgeschlüsselt. Wie viele Raten gibt es denn? Was ist so das Suchproblem? Also diese Tabelle links zeigt, da müssen wir jetzt nicht drauf eingehen, aber rechts das Kleine ist das Interessante. Ne? In dem AC können wir so 600, also wenn wir 4 Antennen benutzen, wenn wir ein Radio haben, wie wir es jetzt hier drin haben, suchen wir irgendwie die optimale Rate bei 640 Möglichkeiten. Genau, der Minster macht das schon gar nicht schlecht. Aber wir wollen uns anschauen, okay, geht das nicht noch besser? Ja? Und geht das vor allen Dingen nicht noch, wenn wir Sendeleistungskontrolle haben? Was können wir da noch irgendwie rausholen, wenn wir nur so laut sprechen wie notwendig? Können wir da nicht vielleicht auch im Mesh mehr übertragen? Ja, keine Frage. So. Dann hätte ich gesagt, was macht denn unser Code? Zeige ich euch mal. Wir gehen mal genau hier hin. Wir haben 2 Sachen implementiert. Im OpenWrt, und zwar gibt es ein Kernel-Modul, das über RelayFS einerseits den ganzen Status exportiert pro Paket in den User Space. Das heißt, wenn ich ein Paket versende, ein Acknowledgement zurückbekomme, dann weiß ich in diesem TX-Status, mit welcher Rate dieser möglichen Probierten hat denn dieses Paket geklappt. Ich weiß den SNR des Acknowledgements und was haben wir noch als drittes? Haben wir noch irgendwas drittes? Ich will gerade, ich glaube, das war das Essentielle. Diese Informationen, die quasi pro Paket, für das ich ein Acknowledgement bekomme, die exportieren wir über RelayFS in User Space. Dort kann ich auf dem Knoten in einem DebugFS-File im Prinzip diese so eine Art Timestamp CSV kann ich mir irgendwo reinladen, das auswerten. Das zweite, was wir gemacht haben, ist, dass man ein Kontrollinterface hat, wo man aus dem User Space pro Station, nicht pro Station, aber wo ich sowas machen kann wie: Für diese Station benutze die und die Rate für das Probing, benutze die und die Rate für Datenpakete, schalte den Kernel Minstrel ab oder schalte ihn wieder an, um zu sagen, okay, jetzt übernimmt der User Space die Kontrolle, kann irgendwas setzen oder jetzt übernimmt der Kernel Minstrel wieder und der User Space kann nichts machen. So, und das ist sozusagen ein Kernel-Modul, was wir haben. Dann hat man auf dem Knoten die Möglichkeit, über ein DebugFS sowohl Kontroll zu setzen, als auch quasi die ganze Zeit solche Statusinformationen zu kriegen, um so ein RAID-Control zu bauen. Das zweite Stückchen Code ist ein User-Space-Daemon. Der ist hier, also hier haben wir es irgendwie K2U-Exporter genannt, ne? Das ist quasi das Kernel-Modul. Und im User-Space, im Prinzip so der grüne Teil, haben wir einen kleinen Daemon gemacht, einen TCP-Socket, dass man sich von seinem Laptop an 5, an 10 Access Points verbinden kann und bekommt über die TCP-Verbindung genau dieses Interface. Ne? Es kommen die Daten rein von dem TX-Status, ja, welche Rate hat wie geklappt, war das ein Success, war das ein Attempt, ich kann das alles irgendwie zählen und ich kann über Netzwerk quasi dem Access Point sagen, okay, du probst jetzt die Rate, du nimmst jetzt die Rate für den Client. Genau. Das ist ganz cool, das funktioniert, das haben wir validiert, dass wir relativ schnell sind, dass wir so wenig wie möglich Overhead haben und das sieht gut aus. Ne? Wir werden das, ich denke, dieses Jahr ist so unser Ziel, dass wir das releasen, dass das jeder ausprobieren kann und genau.
dann könnt ihr, Raidman ist jetzt in dem Fall ein Stückchen Python-Code, wo wir den Kernel-Minstrel nachgebaut haben in Python. Und der über, na, man könnte jetzt sagen, okay, von meinem Laptop können wir dann eigentlich, ne, mal zeigen, auf den beiden Knoten lasse ich Minstrel auf meinem Laptop laufen und benutze die beiden als Access Point Client oder als Mesh-Knoten und habe quasi den Raid-Control für die beiden auch von meinem Laptop laufen. Ne, und die benutzen nur noch das, was mein Laptop sagt. Genau, damit wollen wir rumspielen. Das wird jetzt erweitert um Power Control, dass wir das auch machen können. Und dann hat man eine super flexible Spielwiese, um sich irgendwie simpel Algorithmen rumzuspielen am Laptop und das auszuprobieren an den Mesh-Geräten, die wir irgendwie im Netz hat oder auf dem Schreibtisch hat. Genau. Das reicht eigentlich, weil jetzt würden wir mal zeigen, wie das Interface aussieht. Ne? Dafür brauchen wir aber noch 10 Minuten, das zeigt man dann innen, weil ich muss noch ein Image kurz flashen und dann geht's. Ist ja wie immer. So, liebe Leute, 10 Minuten sind um. Die kürzesten 10 Minuten der Welt. Ja. Genau, wir kommen jetzt zum praktischen Teil von Bluses Vortrag. Es wurde hier geflasht, gesteckt, also das ist jetzt hier zum Wired Community Weekend geworden gerade. weil hier LAN-Kabel gelegt worden sind. Was? Seht ihr meine Kommandozeile? Ja. Könnt ihr sie lesen? Nein, ja. Gut, dann sind wir gespannt, was ihr uns jetzt zeigen könnt. Genau, also ohne Kommandozeile geht natürlich nichts. Also, was haben wir gemacht? Ich weiß nicht, Sankar ist noch ein bisschen am Fummeln, ob der Minstrel installiert werden kann im User Space. Es geht nicht durch. Wieso? Egal, ich zeige trotzdem erstmal, wie unser Interface aussieht, auch wenn der User Space Minstrel. Das werden wir noch fummeln. So, also was haben wir aufgebaut? Hier vor uns sind zwei Bananas. Beide haben einen Meshlink ad hoc 811S. Und ich verbinde mich mal zu dem einen. Das ist hier Adrian Schiller. Das ist der vor mir, wo die Zitronenflasche steht. Und dann verbinde ich mich hier mal rechts, teile mal meine Shell zu dem zweiten. Das ist Shaka, glaube ich, genau. Shaka Banana Pie, Adrian Schiller. So, das sind die beiden Geräte hier. Die haben einen Mesh-Interface und hier Weimar-Netz als Client, damit die Internet haben. Das ist quasi unser Evernet. Okay. Jetzt können wir erstmal gucken, ne? Hier so am Schreibtisch-Setup, also dieser MT76. 15 ist ganz fix, nur mal, dass ihr mal seht, was passiert so auf dem Schreibtisch, wenn ich hier iPerf zwischen den beiden mache. 30 Sekunden, einfach mal so. Naja, 260 Megabit, kann man ein bisschen warten, wenn wir hier mal ein paar mehr Flows nehmen. 4 Flows, was geht da so? 400 Megabit, lass mal 10 Flows nehmen. Also mal, ich hätte, na, vielleicht muss man es ein bisschen drehen, ich hätte gesagt so 800. Antennenausrichtung. Antennenausrichtung ist alles. Okay, also na, wenn wir jetzt hier keine 800 sehen, 400, 300, irgendwie, okay. So, und okay, wie sieht unser Interface aus? Also das ist jetzt quasi der Kernel-Minstrel, der läuft. Wir haben unser Kernel-Modul, läuft auf beiden Nodes. Ich logge mich mal hier aus, dass man das besser sieht. Mach das mal ein bisschen größer. Wir haben in sys-kernel-debug-pro pro Phi haben wir quasi unser Kernel-Interface. Wir gehen mal auf Phi 0, ist das 5 GHz Mesh-Interface hier in dem Fall. Und da gibt es unter dem Verzeichnis Raid Control
unsere drei Files, die durch unser Kernel Space Modul kommen: API Control, API Event und API Info. Könnt ihr euch ungefähr so vorstellen: Wir brauchen einerseits ein File, wo all die Take-Status-Informationen reinrutschen, welches Paket wurde mit welcher Rate erfolgreich versendet und welche MAC-Adresse hatte das. Können wir mal machen, das ist quasi cut API Event, sollte das sein. Und Info ist quasi genau die statische Information, was unterstützt diese Wi-Fi-Karte, alles für Raten, dass man sich quasi rausholen kann, okay, wie groß sieht diese Ratentabelle aus, das ist jetzt irgendwie in Ratengruppen dargestellt. Genau, das ist uninteressant. So, und jetzt müssten wir eigentlich im Event was sehen. Watch gibt's nicht. Scheiße. Sagt man nicht. Geht die Bildung in Arsch, so ist auf. Also. Machen wir irgendwie einen schnellen Hack hier, lassen das mal laufen und ich ping mal diese andere Node, ob wir hier irgendwas sehen. Sehen wir gar nichts. Ah, müssen wir erst Tracing anmachen im. Ah, genau, müssen wir wahrscheinlich erst anmachen, warte. Sag mal an, Zankalb, das war Start, ne? Einfach nur, oder? Also in unser Kontrollinterface kann man jetzt sowas reinschreiben wie starte Tracing, stoppe Minstrel-Kernel, ne, so ein bisschen Purman. Ich bin schon im File Zero. AP-Control, hauen wir mal Start rein. Und dann sollten wir eigentlich was sehen. Wie wir sehen, sehen wir nichts. Wieso sehen wir nichts? Schlecht. Okay, dann machen wir das nochmal anders. Wir nutzen mal unser. Okay. Was ich jetzt gemacht habe, sozusagen hier drüben bin ich auf dem Knoten und sehe diese drei Files, die unser Kernel-Modul macht. Genau. Wir sehen dort nichts, ganz genau. Jetzt weiß ich auch, wieso wir da nichts sehen. Alles das, was jetzt hier quasi in Event landet, das greift jetzt unser User-Space-Daemon schon ab. Kann ich euch mal zeigen. Das ist hier der Minstrel RCD. Der macht ist einfach nur ein TCP-Socket-Multiplexer auf diese drei Files in diesem Verzeichnis, auf Port 21.049 jetzt aktuell. Und ich verbinde mich jetzt hier per Telnet von meinem Laptop auf diesen Port. So, das ist das, was ich da typischerweise sehe. Ich sehe, von welchem Radio, mit welchem Zeitstempel kam jetzt so ein Take-Status-Paket, von welchem Client. Und hier hinten sehe ich sowas wie, welche Rate hat er benutzt, also welchen MCS, wie oft hat er den benutzt, wann war der Success. Das kann ich mir jetzt auf meinem Laptop schnappen mit irgendeinem Code, den ich will und weiß, über die Statistiken Bescheid sozusagen. Welche Rate wurde genommen, hat die geklappt, hat die nicht geklappt. Damit, das ist sozusagen das, was ich jedem RAID-Control als Basis geben kann, um zu wissen, ist die Rate, die ich da gesetzt habe, erfolgreich gewesen oder nicht. Und genau. Das ist quasi der, ich sag mal, passive Teil. Und jetzt kann ich in diese, wenn ich hier gucke, jetzt kann ich hier quasi in dieses API-Control, da kann ich reinschreiben, welche Rate ich pro MAC-Adresse benutzen will. Zum Probing oder für alle Datenpakete. Und das ist quasi der Kontrollknopf, den ich habe, um meinen RAID-Control auf irgendeinem Access-Point für all die Clients, die der da so hat, benutzen zu können. Man kriegt hier in diesem Stream rein, ich kann sowas machen wie, wie viele Clients sind gerade connected, dass ich weiß, wie viele MAC-Adressen hat das Ding. Das ist es im Prinzip. So, was Sandpipe gemacht hat, ist den Python-Code zu schreiben, der all die Zeilen hier parst und in irgendeine sinnvolle Python-Datastruktur macht, sowas wie, welche Clients sind connected, was haben die alles für Raten bisher benutzt, wie ändern sich da die Success- und Attempt-Counter. Und dann haben wir den Prashida, so ein Studi, hat den Minstrel als Python nachimplementiert und den könnten wir jetzt zeigen, wenn wir
Wenn Zahnkalb ein Freund ist, kriegt man, aber wenn er so guckt, jetzt wird es noch nicht klappen. Okay, zeigt man noch später sozusagen, ja? In ungefähr 10 Minuten. Genau, also was kann man machen? Es gibt natürlich irgendwie eine Doku dazu. Wir haben das noch nicht, also wir werden das jetzt, sobald der Minstrel läuft und wir irgendwie so die erste, ich sag mal, die erste Publication dazu geschrieben haben, geht das hier Open Source. Ich kann dir mal zeigen, wie funktioniert das Kontrollinterface, dass wir das so ein bisschen dokumentiert haben. Genau. Ich kann jetzt hier, wenn ich irgendwas reinschreibe in dieses Kontrollinterface, zum Beispiel Dump, dann dumpt er mir alle verbundenen Clients. Na, kann sich ja irgendwer neu verbinden. Das heißt, dass, um im User Space zu wissen, wer ist denn überhaupt verbunden, habe ich natürlich nicht die Kernel-Strukturen. Das heißt, ich muss mir immer die Liste an connecteden Clients rausgeben lassen. Ups. Und ich könnte jetzt sagen, Start habe ich schon gesagt, ne, gib mir mal all diese Statistiken. Und jetzt kann ich hier zum Beispiel sowas machen wie Disable den Minstrel im Kernel Space und kann dann mit dem Kommando Rates und Probe pro Client, also pro MAC-Adresse, irgendwas festlegen. Probe jetzt Rate X oder benutze für alle Datenpakete für diesen Client Rate Y. Und zwar auch mit dem, na, dass ich sage, eine Liste von Raten, dass ich diese Read-Write-Chain füllen kann und wie oft soll er das quasi versuchen pro Rate. Na, ich übergebe ihm quasi diese Read-Write-Chain-Annotation. Und dann würde er das machen. Also sozusagen, wir könnten jetzt mal sowas machen wie, machen wir Stopp, Manual, Manual, stimmt das? Manual, genau. So, jetzt ist der Kernel Minstrel aus auf diesem Adrian, und damit das uns einer glaubt. Glaubt ihr mir das so oder wollt ihr das sehen, dass das wirklich stimmt? Glaubt ihr natürlich. Okay, ist kein Problem. Ist kein Problem. Macht nicht in jedem guten Actionfilm, macht dann der Hacker erstmal so. So. okay, also wir müssten sowas sehen wie, dass die Minstrel-Statistiken nicht mehr gefüllt sind. Das ist Kernel Debug. IEEE, wir sind auf dem Fall 0. Wir sind, haben einen Mesh-WLAN, wir haben eine Station, genau, und die hat irgendwelche RC-Stats. So, jetzt muss ich ein bisschen kleiner machen, sonst wird das wahrscheinlich eine riesen Liste sein. Naja, das ist der Trick, ne? Das ist der Trick. Ja, guck mal, wie viele Raten wir haben. Das ist total krank, ne? Unwahrscheinlich viele Raten. Okay, wir machen es doch wieder ein bisschen größer, weil es mir sonst nicht glaubt. Das ist ein ganz schöner Ratenschwanz. Ganz schöner Ratenschwanz. So. Und hier müsste sich jetzt quasi nichts mehr ändern, wenn ich Verkehr mache, weil wir den Kernel Minstrel ausgemacht haben, ja? Das heißt, wenn ich das hier mit meiner Watch habe ich nicht drauf. Warte, mache ich gleich. Sleep 1, Reset. Irgendwie so, ne? Dann. So, jetzt refresht das alle Sekunde. Und jetzt sagt ihr, wir wollen Verkehr sehen zwischen den beiden. Oh, shit. Ja, doch. So, dann starten wir hier mal einen iPerf-Server und auf dem anderen machen wir einen iPerf-Client. iPerf 3, 10, 10, 10, was hat er gehabt? Die 37. Machen wir mal 300 Sekunden. So, die machen jetzt so mit 220 Megabit Verkehr.
Und jetzt sehen wir hier drüben keine Änderung der Minstrel-Tabelle. Doch, jetzt ist wieder Auto. Auto, okay. Und jetzt quasi, ups, hier sehen wir auch fett die Statistiken, weil fett Verkehr ist. Und eigentlich sollten wir mit unserem Telnet-Interface, achso, nee, das will ich nicht nutzen, ich will mich auf den Knoten einloggen. Wir übertragen, achso, warte mal, jetzt müssen wir noch überlegen, von wo übertragen wir noch. Wir übertragen von dem Schiller, genau, das ist korrekt. Das heißt, jetzt sollte ich sowas machen können wie Manual ist doch richtig, ja. Disable Minstrel TF Current Space and Animal Manual Rate Settings. Echo Manual und wir schicken das nach Syscan Debug IEEE Final AC API Control. Das sieht nicht gut aus. Aber geh mal auf die Stats Lines. Es kann, also ich bin mir nicht ganz sicher, sozusagen, wenn diese Buchstaben wechseln, es kann sein, dass der Minstrel immer noch die Statistik ausführt. Obwohl wir auf manuell sind, das weiß ich jetzt nicht ganz genau. Aber das ist ein Punkt, müssen wir nochmal gucken. Ich mache mal Folgendes. Ich setze das mal auf Auto, weil ich würde vermuten, wenn der Minstrel aktiv ist, sollten wir mehr Megabit sehen. Mal gucken, ob die Geschwindigkeit sich irgendwie hier steigert. Dann tut sich nicht wirklich was. Ne? Okay. Das gefällt mir nicht. Da kann ich mich, bin ich selbst nicht überzeugt von gerade. Aber genauso soll es funktionieren. Ne? Also man kann sowas sagen wie... Ich habe also einen User-Space Rate Control hier laufen auf meinem Laptop, sage 5 Access Points, ihr hört jetzt auf, Minstrel zu benutzen. Und der Laptop quasi steuert über diese TCP-Verbindung den RAID-Control von den Access Points. Genau, das ist eigentlich das Ding, wie es funktionieren soll. Jetzt könnte man noch maximal mal gucken, ob ich hier wirklich an dem richtigen bin. Wartet mal. Ja genau, es könnte sein, dass ich auf dem 2.4er das gesetzt habe. Info Pfeil schreiben könnte. Nee, ich bin auf dem 5er Interface. Das ist eigentlich korrekt. Selbst wenn ich es auf beiden mache. Ah. Das war der Trick. Doch Pfeil 1. Okay, ja, jetzt also, jetzt sind wir hier erfolgreich. Sehr gut, sehr gut. Ohne Publikum ist halt echt schwierig. Ja. Genau, jetzt ist der Kernel Minstrel aus, das ist schon mal super. Und jetzt würden wir eigentlich mal den User Space Minstrel anmachen können, ne? Denn, aber jetzt könnte man, was wäre so ein anderes Beispiel? Ne? Wir könnten jetzt irgendwie mit ein bisschen Motor könnte ich jetzt sozusagen die Datenrate manuell setzen. Ne? Ich könnte jetzt irgendwie sowas machen wie hier nach unserer Syntax, ne? Irgendwie Rates. Ich müsste also irgendwie sowas machen. MAC-Adresse, Dings. Und dann würde ich eine händische Rate setzen. Ne? Das kann man mal probieren, ob das irgendwie... Bin ich mir jetzt mal nicht ganz sicher. Hast du das schon mal gemacht, Zankalb? Did you ever set the rate fixed through our interface? Because I'm not familiar with the, you know, is it like this syntax or no? So, was haben wir denn? Rate, könnte man mal irgendwo was nehmen wie 520. Wenn wir da irgendwie 4 Raten setzen und ich weiß gar nicht, ne, wie oft wir die wiederholen wollen. Und dann brauchen wir noch die MAC-Adresse des Clients. Und das macht quasi dann der, wie auch immer geartete, User Space Rate Control. So, jetzt bräuchte man nochmal die MAC-Adresse von dem Client. Ist die hier? Achso, durch meine komische Reset-Loop. So.
Okay. Und dann? Rates? You mean I set it like this? Definitely. Okay. That's how it, you know, it's just a matter of syntax. So, we try this to get Minstrel installed, and maybe if we are moved in, we show that on the desk how we switch from kernel Minstrel to user space Minstrel. In principle, it is working. Anything further later on. Okay. Questions? Ich hätte eine. War das alles gefaked? No, it's real life. Yeah. I think it was staged. Is this already upstream, or do you plan to get it into the Linux kernel? Yeah. Also, this one will probably, have the interface from user space. I don't think it will make it upstream. Currently, we hitting upstream for the power control stuff. This interface will be an OpenWRT, so that you can play around with this. But I don't think that upstream is interested in this. I don't know. Also, for right now, I don't think we have a chance to get this in wine. It's more like a debug, research, play around interface. Yeah, but when it's only in OpenWRT, I have to maintain it with Felix. And true. But Felix already committed to maintain it. Okay, good what you say. Do we have it on stream? Yeah. Alles, was hier gesagt wird. Any other questions? Ooh. English, German. How good is this? So how much improvement do you do? Is there a theoretical idea? How much will it improve things, or is it still just get it working and do gather data? So right now there is nothing improved performance-wise. Right now we re-implemented Minstrel in user space, and currently we are measuring if it shows the same performance as the kernel Minstrel. Our improvement will come once we have power control as well, and then there will be any joint algorithm. I mean, maybe one common answer. So we also have a couple of people working on it. Looking at the data analytics part, looking at the improvements parts, we also have partners who work on the multi-armed bandit approaches. So I think in the future we will see different rate control algorithms for different purposes. Yeah. So that's the goal, basically. Yeah, that's the goal, that we enable anybody to come around with its own rate control. I already looked at the repo from ages ago from Theo Berlin. I think it's a super cool idea, and it's difficult and probably pretty hard, but it's very cool. And another question, it works for 80 Atabos chipsets. Does it also work for MediaTek and other things? So right now this is MediaTek. In those Boss Banana Pies, there's the MediaTek MT 7615.
but not in. Yes, yeah, there's also another onboard interface. So 7612, 7615, they are supported, and ATH5K and ATH9K. Yes, that's on G. Yeah, and for power control, ATH9K and both MediaTeks will get the support, as they're the only one we can change right now. Yeah, so let's see if that enables a new rate control in a year, or a joint power rate control. Yeah. Next year. Okay, thank you. Then let's sit inside, huh?